Vielleicht wird er schon in dieser Folge mal angegriffen, also unsererseits und damit hallo-seits und willkommen zurück bei Age of Empires 2. Da gibt's nichts mehr zu entwickeln. Helle Badiere bitte und ich könnte mal die Plänkler ausbauen. Nahrung. Daumenring, Bogenschützen schießen schneller und mit 100% Treffsicherheit. Bei der Uni. Oh, Kanonentürme. Ich könnte hier mal ein paar Burgen hinbauen. Konstruier. Da hat die gute Frau jetzt was zu tun. Vier Burgen muss die pflanzen. Das Mädel muss jetzt vier Burgen pflanzen und zwar alleine. Bei dir? Ja. Oh, da oben wird nicht weiter gemacht. Da ist ja noch eine Reliquie, die ist meine. Hoffe ich. Was schimmelt hier rum? Ach, Markan, okay. Oh. Der Lilane ist ja weg, dann kann man da ja Ressourcen abbauen, wenn noch irgendwelche da sind. Da ist Stein, das macht er schon. Gold. Ich werde von einem Wolf angegriffen, das kann nicht wahr sein. Das schafft er schon. Dieser eine Baum dazwischen. Mal was gegen Bekehrungen tun, aber erstmal ein paar Häuser bauen. Konstruier. Konstruier. Was? Ich hab Holz gekriegt? Woher wussten sie, dass ich Holz brauche? Yay! Hast du nie angefragt, oder? Nö, er hat mir einfach so Holz geschickt. Einfach so, vielleicht ist das das Danke für, dass du ihm vorhin mal was gegeben hast. Der hat mir gleich 1000 Holz geschickt. Hoffentlich ist das kein Zeichen von, er lebt bald ab. Nee, aber ihm geht's so gut. Der ist ja punktemäßig fast gleich auf mit den Besten, weil er halt schon jemanden platt gemacht hat und schon fleißig, ja. Militär eingesetzt hat. Ich dümpel hier vor mich hin. Ja, finde ich gerade auch entspannt, aber für meinen Geschmack ein Hauch zu ruhig. Jetzt warte mal, ich habe hier einen Gegner vor der Tür. Greif den mal an, lock den mal. Ja, lass mich bitte mal ein paar Dings bauen. Halt, das macht das, bevor ich das entwickle. Halt. Berittene Einheiten haben mehr Lebenspunkte, cool. Und die Schnelligkeit, genau. Ich bezahle weniger Gold für meine Ritter. Da war bei den Portugiesen auch was. Upsa. Alle Einheiten kosten bei mir 20% weniger Gold. Wie sieht das aus? Da ein Fleck Gold, da ein Fleck Gold. Wo sind meine Schweinepriester dahin? Ah, jetzt wird es gleich wieder an die Bevölkerungsgrenze geben. Ja. Das Pferdchen ist da. Oh, ich krieg jetzt von allen 1000. Geht's noch? Mir gibt der nix wahrscheinlich. Keine Ahnung warum. Holz und Nahrungsbeschaffer von der Anzahl her fast gleich auf, das ist schon in Ordnung. Moment, was macht das? Gambeson, mehr Durchschlagspanzerung, sehr gut. Bei der Schmiede habe ich da noch was offen? Nö. Auf zur nächsten Burg. Oh, ich habe recht viele Unbeteiligte.
ich sammle meine Truppen. Willst du den Türkisen ärgern? Yep. Zu Recht, der hat eine Scheißfarbe. Reliquie da unten. Das ist mittlerweile die vierte. Mal gucken. Ja. Wie viele Reliquien hast du bisher? Warte. Ich glaube drei. Ich gucke. Ich habe drei. Ah, die wollte ich auch mal austesten. Kann ich ja gleich mal ein paar von bauen. So, Häuser fast alle gebaut, ja. Die Federpfeilschützen. Oh, ich habe viele Unbeteiligte. Was ist denn hier los? Oh, Gold alle. Was, Gold? Also, nee, ich brauche kein Gold. Ich meine Gold alle, oh, was ich nicht mehr abbauen kann. Ich streife hier durchs Land und schnapp mir die Goldreserven, die hier rumliegen. Und die sind gerade alle aufgebraucht. Du gehst mit hin, Mädchen. Hoffentlich ist da schon Ruhe. Hoffentlich können die da Ruhe abbauen. Was wird denn da eingebaut? Na, das fängt er bei mir an, hier rum zu plündern. Arschgesicht. Oh. Ich muss jetzt langsam auch bei mir mal anfangen, das abzubauen. Erst das Entfernte, damit ich Ruhe habe. Und dann bei mir später anfangen kann. Also, ich bringe mal ein paar Leute vorbei. Ups. Wie die Leute da hinten durchs Land streifen. Na, hier sind auch noch blaue. Da ist wohl ein Gegner. Schön, dass viele Unbeteiligte. Oh, ich fange ja auch mal an, Holz abzubauen. Einfach mal von außerhalb. Dann baue ich aber gleich ein Duftzentrum hin. Dann muss ich, falls die Dorfbewohner sterben, nicht mehr so weit rennen. Der Einzelne hat die in Überzahl einfach überholt, weil die irgendwo, schätze ich mal, hängen geblieben sind. Blaue willst du jetzt aber wissen, ne? Der macht jetzt schon den nächsten Gegner ran, ey. Ja, der geht gegen den Uhrzeigersinn vor und wir im Uhrzeigersinn. Sind sie jetzt auch schon da?
Oh, hallo! Hier sieht's aus. Volksversammlung. Aber irgendwie fehlen hier Lieder dank Bogenschützen. Was hast denn du da? Flügelhusar? Ist das noch eine Weiterentwicklung von den Husaren? Von dem Speer. Ja, aber Flügelhusar, normalerweise heißen die nur Husar. Ja, ich hab, das ist glaube ich eine Weiterentwicklung, ja. Also du hast leichte Speer, die Grundeinheit. Bei mir sind es ja leichte Kavallerie, die zweite. Dann hast du Husar und dann noch Flügelhusar? Ja. Das ist ja fies. Was hat denn der für Werte? Bei mir 11 und bei dir, bei mir 11 und 9 und bei dir? Nee. Sensenmann. Bei dir auch 11. Ah, du hast doch nicht alles entwickelt, oder? Was? Bei der Schmiede? Nee. Okay. Jetzt aber gleich, glaube ich. So schnell schießen die Preußen nicht. Ah, das ist noch Polen. Das ist auch noch dein Dorfzentrum. Du bist ja schon weit vorgerückt. So, die vierte Reliquie ist da. Hier kann noch etwas rumgesperrt werden. Nein, das war die falsche Einheit. Stimmt, ich habe meinen Speer umbeschrieben. Der hat ja gar nicht mehr die 1. Wollen wir denn ein bisschen ärgern gehen? Können wir schon machen. Wo fängt denn hier das Reich von ihm an, da hinten? Entendido. 15 ist jetzt nicht viel. Ich werde mal ein paar nachschieben. Das sieht übel aus, aber macht halt nicht viel Schaden, oder? Da auf die jetzt! Ah, die müssen auch. Die müssen auch eine Reichweite einhalten. Oh, oh, oh. Ah, die sterben dann schnell weg, wenn ein paar Briten ankommen. Bildwiederholrate 20 Bilder pro Sekunde. Na, wie viele Völker haben. Wie viele haben wir? 3, 4, 5, 6, 7. Nur noch 6 im Spiel. 6 bis zu 500. Das sind schon ein paar Einheiten, die da berechnet werden müssen. Jetzt sterben die da aber ganz schön weg. Produziert dich, Dödel. Du machst da noch die letzte Burg und wir bauen hier nochmal die Armbrustschützen zum Ballisten schützen uns. Wieso reagieren auf meine Eingabe nicht? Hallo? Ich habe keinen Bock, sich zu bewegen. Ich glaube, der Türkise, der ist gleich hinüber. Der wird gleich aufgeben. Was? Bei dir schon aufgegeben? Hat er schon aufgegeben? Ja. Yep. Bei mir noch nicht? Ich glaube, bei mir hängt es gerade, weil. Jetzt gibt er auf. Die Bildwiederholrate könnte halt auch besser sein. Ist ausgeschieden. Jetzt ist er bei mir auch fertig mit seinem Leben. Ah, hier unten ist angenehm, hier sind ein paar Bilder mehr versteckt. Bisschen wenig Nahrung. Ich habe ja hier. Jetzt kam das Geräusch erst, dass er aufgegeben hat, aber aufgegeben hat er schon vorher. Aber wir machen den trotzdem platt, oder? Ja.
Also bei mir hängt das Spiel gerade zurück. Wenn ich was bauen will, dann dauert es auch ewig, bis das erscheint. Eieiei. Nee, nicht das. Das dauert gerade ewig. Sind die Felder schon erschienen? Oh ja. Aber noch nicht alle. Ihr seid unbeteiligt, macht mal was. Triebwerke sind jetzt auch angekommen. Da sind ein paar ganz schön weit vorgerannt. Sind die Felder da? Ja. Oh, es kommt das Feld schon. Das ging ja fast fix. Die laufen noch gar nicht los. Oh, 42 Arbeiter, die nichts machen, das ist ein bisschen viel. Der grüne, sag ich schon, der blaue kommt. Mit hier oben an bei den. Ach so, von unten, oder wie? Der greift den grauen schon an, hä? Nee, bisher bloß den gelben. So? Wie sieht's bei meinen Feldern aus? Oh, die wurden schon angelegt. Bisschen blöd gebaut. Construir. Hola. Lässt sich noch Zeit. Construir. Quais as vossas ordens? Wo kann man jetzt noch was abbauen? Entendido. Wehe, da sind böse Einheiten. Wehe. Construir. Hola. Ich sollte hier noch eine Burg hinbauen. Habe genug Stein. Estou pronto. Construir quais as vossas ordens? Construir. Sim. Ja, bei mir sieht es aus wie so einer, bei so einer Orgel-Dingsbumster. Wieder umstehen, aber im Kloster. Meinst du die Amarantha? Ja, bei mir. Meine neuen Gebäude. Wie lange das teilweise gerade dauert, bis irgendwas gebaut wird. Voll die Verzögerung. Ich habe noch gar keine Dreifelderwirtschaft. Mann, oh Mann. Fertig. Nix. Kann nichts mehr zu tun für die Pferdchen. Wie die einfach noch rumstehen. Eieiei. Die laufen sofort los. Interessant. Sollte man wieder ein paar Häuser bauen. Hm. Ja, sollte ich auch. Construir. Hola. Construir. Estou pronto. Quais as vossas ordens? Stehen noch so viele Leute rum. Construir. 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 Etwas Gold, bitte. Gold? Der hat doch Gold. Ah! Das sind ja gelbe! Scheiße! Ah, jetzt werden die alle abgeschlachtet und die gehen nicht weg. Ich quitte die ein. Muss mal ein paar Pferdchen runterschicken. Das ist ja frech. Na, ich war unten. Ah, ich war zu nah an den gelben dran. Das war kein Überbleibsel vom. Lilanen, also, das war gelber. Falls du mich suchst, ich prügel mich schon mit dem nächsten. Okay. Na, ich
Meine Pferdchen laufen halt nicht los. naja. Und nicht fängt sich das nochmal jetzt bis zum Ende so mit einer Verzögerung zu spielen, wäre schon ziemlich ätzend. Esto pronto. Sing. Sind die mittlerweile in der Burg verschwunden? Ja. Noch nicht alle. Das ist ja gar nicht mein Dorf. Zentrum. Hä, wollte ich hier nicht auch eins hinbauen? Wo sind das hin? Ja, wolltest du, hast du aber nicht. Verrückt. Könnt ihr bitte mal die abschlachten, die Dorfbewohner abschlachten? Hallo? Wo bist denn du? Unten. Da, wo der Lila nimmer war. Ganz unten in der Spitze, ja. Ja, da komme ich aber noch nicht hin. Ist auch nicht so schlimm, aber das Problem ist halt... ich habe nicht mitbekommen, dass da noch was Gelbes ist. Gelb ist noch gar nicht besiegt. Nee, ich dachte, da wäre halt noch Lila-Gebiet, aber der hat sich da ausgebreitet. Der ist zumindest mit seinen Einheiten da herumgeschwirrt. Hat gar niemand den Weg in die Burg geschafft. Oh Mann. Einfach mal eine Burg für umsonst rausgehauen. Naja. Diese Verzögerung, das nervt ja gerade echt. Die stehen ja immer noch da. Die laufen halt auch nicht los. Zum Glück werde ich gerade nicht angegriffen. Ansonsten könnte ich nicht entsprechend reagieren. Immer noch beim Gelben. Ja, meine Einheiten laufen nicht los. Mit einer Verzögerung von einer halben Minute und die Pferdchen stehen blöderweise immer noch beim Startpunkt. Ah, immerhin sind die Pferdchen oben angekommen. Das ist ja immerhin etwas. Ich darf einfach nicht loslaufen. Haben sogar das Männlein da klein. Meine Einheiten da sind dauert. I'm so sorry. Oh, die Burg hat nicht überlebt. Welch Wunder. Womöglich haben die da gar kein Dorfzentrum hingebaut, weil da eben ein anderes Gebäude war und ich das eben noch nicht gesehen habe. Das kann gut sein. Die Tribbelge auch nicht losfahren. Sind denn schon ein paar Einheiten da oben unterwegs? Oh. Wieso stehen die denn da rum? Wieso gehen die nicht den Weg? Oh, die stehen ja noch alle da, wo sie... Oh, die Chevaliere, die laufen jetzt schon los. Krass. Ja, das ist so gerade schon ein bisschen ätzend. Oh, hier haben die auch schon alles weggemacht. Wieder 19 Unbeteiligte. Soll ich das gelbe Dorfzentrum dann zerlegen? Welches denn? Wo du deine Leute stehen hast.
Die sind jetzt erst angekommen. Ich baue jetzt erstmal selbst ein Duftzentrum hier. Mal gucken, wann die damit anfangen. Oh, die Einheiten sind auch schon da. Krass. Geht ja gleich richtig los hier. Ping oder so kann man sich ja nicht angucken, oder? Die Truppe sind auch schon unterwegs. Sehr phänomenal. Der Blaue schickt jetzt Maya die Federpfeilschützen vorbei und die haben den Tribok zermatscht. Sehr schön. Mal gucken, wann die auf meine Eingabe reagieren. Hat die Uni noch was? Ja, ein Hauptturm. Brauche ich zwar nicht, aber ich kann sie entweder. Stimmt, da wollte ich ja mal Steine bauen, als der angefangen hat, da rumzubauen. Das Gold hat er schon weggeschmatzt. Leichten Kanonier. Wo stehen denn noch so viele Unbeteiligte? Hier, bauen wir mit. Ganz viele da, dann... Ach, die wollten ja mal loslaufen, ne? Wir haben noch Stein. Ja. Die laufen los. Krass. Reliquien 20 Stück? Ja. Yep. Wo? Da, etwas wo Nahrung, meine Dings stehen. Meine Chevalier. Gattere sie dir. Ich habe mir vorhin schon zwei geklaut. Hab's noch nicht gefunden. Ich muss mal bei der Karte was umstellen. Da, wo der grüne Fleck da unten ist, wo der blaue ist. Meine Dorfbewohner stehen immer noch blöd rum. Na, ich hab's noch nicht gefunden. Offenbar hast du eine bessere Reichweite. Bei mir sehe ich keine weißen Flecken auf der Karte. Oh, ich habe Einheiten. Mal gucken, wann die loslaufen. Da oben greift ein wildes Tier an. Okay. Oh, ein Dorfzentrum wurde errichtet. Welches könnte das denn sein? Bei dem X gerade sind die drei, ne? Meine Einheiten sind mittlerweile auch angekommen, krass. Bei dem X sind die drei. Jetzt ist es wieder weg, ne? Goldmangel habe ich zurzeit nicht. Die wollen gar nicht mitmachen. Die stehen daneben, aber sagen sich, nö, wir machen jetzt nichts. Dann bewacht mal das Duftzentrum. Oh, ist schon ätzend, dass das jetzt anhält mit dem, es passiert hier nichts oder es läuft alles in Verzögerung ab. Die sind auch noch nicht losgelaufen. Oh Mann, ey. Was liegt's denn? Keine Ahnung. Muss ja irgendwie mit der Internetverbindung zusammenhängen, aber du hörst mich ja auch tadellos und ohne Verzögerung. Ohne Verzögerung. Ich verstehe es auch noch nicht. Mal gucken, wann die sich mal in Bewegung setzen. Sollte hier unten auch was aufbauen. Ah, jetzt sehe ich die Reliquien auch. Besser spät als nie.
por Deus. Quais são as ordens? Farei o Duel. Correto. Mal gucken, wann der Mönch sich in Bewegung setzt. Kann sich ja nur um Stunden handeln. Mal gucken, ob die hier oben schon ihr Bergbau, ihre beiden Bergbaulager errichtet haben. Das sieht aus, direkt nebeneinander. Etwas Gold, bitte. Wie Gold? Ein Angriff. Oh, ich werde eh nichts machen können. Ist er mittlerweile losgelaufen? Nein. Er hat angegriffen. Alter, lass meinen Rambock ganz. Oh, da scheinen ein paar Mönche zu sein. Yep. Oh, er hat auch ein paar Burgen. Ein paar. Warte, ich muss erstmal hier oben Material aufbauen, sonst geht da nichts mehr. Oh, ich muss erstmal zusehen, dass meine Leute sich in Bewegung setzen. Kannst du mal den Rambock hier kaputt machen? Wo welchen? Das könnte ewig dauern. Der ist hier unten. Du hast hier unten genug stehen. Ja, den da. Nee, ist deiner. Da, da, da. Wo bist du denn jetzt gerade? Am schwarzen Grauen. Rand oben? Ja, genau. Am Grauen. Rambock. Hast du jetzt die Reliquien markiert? Ich habe jetzt gar nichts markiert. Da war das der Blaue. Rambock. Hier unten wird's ungemütlich, MG, bei dem Grauen. Ich glaube, du hast eine größere Sichtweite, deswegen siehst du mehr. Okay. Die Reliquien habe ich auch sehr spät gesehen, das muss nichts heißen. Jetzt markiert er die Reliquien schon wieder. Der bewacht die ja. Was bist du? Ja? Blau-Grün-Schwäche. Und hier soll noch ein Rambock sein? Ach, da! Da oben kloppen wir uns gerade. Hier spielt die Musik. Hast du nicht gesagt, beim Grauen? Ja, was meinst du, was da unten ist? Was hier unten ist, der Graue hier ganz unten am Zipfel. Ich hätte gedacht, der ist da rechts auf 3 Uhr. Ich hätte gedacht, der Lilane ist da unten auf 6 Uhr. Nein. Da war Lila und Grau so nah zusammen, aber auf 3 Uhr ist dann gar niemand, oder wie? Sind meine Einheiten schon losgelaufen? Oh, die sind unterwegs. Wohin? Die sind immer noch da. Oh Mann, scheiße, ey. Es dauert ewig, bis die da sind. Mann, ey. Wo sind meine anderen Leute hin? Ach, unten. Hier soll also der Gau sein. Der grüne Beweis, also da beacht jemand die Reliquien. Ja, das war ich, um dir zu zeigen, wo sie sind, du Nase. Es nervt mich irgendwie gerade sehr, dass das eine Verzögerung ist. Und ja. Ist meine Mönche eigentlich schon losgelaufen? Der steht immer noch da. Kann sich nur um Stunden handeln, bis die Reliquien einsacken. Oh, die bewegen sich da unten. Krass. Bewegen sich die Triebwerke schon? Boah, die Triebwerke bewegen sich auch. Jetzt geht's ab. Aber ich kann die noch nicht in Echtzeit bewegen. Naja, wäre vielleicht zu viel verlangt. Da sind die Elite-Kämpfer. Krass, wie die Einheiten sich nach vorne bewegen. Was ist denn hier los? Da ist ein Rambock, den mach mal weg. Nach Möglichkeit. Bitte ich zurück. Etwas Nahrung, bitte. Könnte schwierig werden mit dem Zurückziehen, weil die Einheiten reagieren erst 7 Minuten später auf meine Eingabe. Ah, ich hätte mal was gegen Bekehrungen tun können, sprich beim Kloster entwickeln. So. Und das noch. Ich habe ein Bergbaulager errichtet. Wo war denn das nochmal? Ja, man sollte wissen, wo man das braucht, ne? Ja, das war halt schon vor gefühlt 10 Minuten dann vielleicht. Ah, ja. Oh, die sind auch da. Krass. Ich
kann ich an zwei Fronten gleichzeitig kämpfen, das wird nix. Ich werde ja an einer Front kämpfen können, aber meine Einheiten brauchen ewig, bis sie mal reagieren. Aber es sind schon ein paar Rote da, krass. Triebwerke stehen ganz weit vorne, natürlich ganz schön ungünstig. Oh, da ist ja der Graue. Der ist ja doch auf 3 Uhr der Graue. Nicht auf 6 Uhr. Keine Ahnung. Da hast du aber jetzt geschlafen, so wie ich bitte in Reliquien. Ja, ich weiß. Ich habe sowieso Schlafmangel gerade. Die Reliquien stehen noch. Ich mach die mal mehr. Ist mein Mönch schon losgelaufen? Ja, er ist unterwegs. Wo ist er denn? Deine Triebböcke brennen ein bisschen. Bei mir noch nicht. Ach, ist das ätzend, dass das gerade so hängt. Wenn das verbessert sich auch nicht mehr. Wie doof, ey. Ich baue schon mal ein paar neue. Irgendwas wurde bekehrt. Arbeitet das Kloster schon? Sind die Entwicklungen vorangeschritten? Wenn du deine Triebböcke mal stehen lässt, kann ich sie aufbauen. Bei mir stehen sie immer noch da, wo sie standen. Wobei einer bewegt sich. Warte. Ich mach bloß meine Burg. Ein Moment. Da oben könnte man mal ein paar Leute reinschicken. In 3 Minuten geht's los. Wer irgendwas muss gestorben sein, denn ich kann wieder neue Einheiten produzieren. Lauft schon mal los. Krass, wie das jetzt abgeht hier mit Einheiten. Da ist ja einiges weggestorben. Wo fahren denn die Triebwerke hin? Mitten ins Getümmel, super. Und sie drehen nicht um, weil sie halt erst in 7 Minuten auf meine Eingabe reagieren. Eieieiei. Immerhin können die Klostersachen bald entwickelt werden, denn die beiden Mönche, die in der Warteschlange steckten, die werden jetzt auch nachgeschoben. Wieso stehen denn jetzt da? Etwas Holz, bitte. Leben meine Triebwerke noch? Ich sehe sie nicht mehr. Okay, bei mir fahren die gerade alle nach unten. Ich lass die mal stehen, wo sie vielleicht gerade stehen. Da oben ist auch noch kein Pferdchen reinmarschiert. Eieieiei. Die stehen bei mir an der Burg und ich baue sie gerade wieder auf. Die Triebwerke stehen bei dir an der Burg? Ja. Bei mir stehen sie ganz unten an der Front. Krass. Ich kann dir zeigen, wo sie bei mir stehen. Da steht ein Einzelner, der ist von dir. Schießen die denn? Da ist doch gar keine Einheit zu sehen. Oh Mann, was denn da los ist? Schlimmer als bei Rainbow Six Siege bei Ubisoft. Diese Verzögerung, warum ist die nur bei mir und warum merkt man die nur beim Spielen und nicht im TS? Fragen über Fragen und mal gucken. Ich denke, in der nächsten Folge wird sich das nicht mehr bessern, denn warum sollte sich das bessern? Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.